So wie man sieht, eine Menge Arbeit. Aber es hat schon angefangen, alles zu grün, grün, grün. Scooby beim Haus, ha? Scooby, bist beim Häuschen. Gefällt dir das Häuschen? Ja, da muss man auch viel machen. Das ist Scooby. Alter, komm, schauen wir mal rein. Da war ja letztes Mal schon schwierig, das zu sehen. Also wie man sieht, ein ganz schöner Saustall. Die Decke muss gemacht werden. Halleluja. Naja. Ein ganz schönes Messi-Haus. Der Boden. Uiuiui. Schauen wir mal in das Zimmer, hast Scooby? Jawohl. Siehst du, hier auch. Wenn das erstmal schön hergerichtet ist, ein Traum. Aber bis das mal hergerichtet ist, ein Albtraum. Naja, hier auch, wie die sieht, die Türen, die Fenster, alter Stromzähler. Alles nicht so optimal. Okay, dann hier nochmal, was man sieht hier. Hier werden wir wahrscheinlich den See buddeln, buddeln. Hier ist unser Brunnen. Ein sehr schöner Brunnen. Den muss man natürlich erstmal sauber machen. Und wie man sieht, das Wasser ist nicht so tief, wie es mal war. Ja. Okay, hier sind wir da. Das Schönste ist natürlich die Wiese. Da braucht man ja nicht reden. Ne? Schaut euch mal die Wiese an. Die Wiese ist fantastisch. So. Wenn der Wald erstmal blüht. Toll. Einfach nur toll, kann ich nicht sagen. So, das Haus von hinten. Viel zu tun, viel zu tun. So, den Pfosten da hinten. Den Beton. Masten, sage ich mal. Das ist die Ecke. Und dann dieses ganze Holzgezittere. Ja. Da hinten sieht man die Plastikflasche. Das ist das nächste Teil. Und hier entlang, da ist auch eine Plastikflasche. Genau. Und dann hier an die Ecke. Was für ein Riesenteil eigentlich. Das ist unglaublich. Na, hier werden wir wohl keine Schlammprobleme mehr haben. So, ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, haben wir hier viel zu tun, viel Arbeit. Heute war der Vermesser da, hat das alles abgemessen. Das sind 9000 Quadratmeter, fantastische Geschichte. Allerdings werden wir das alleine hier nicht schaffen, beziehungsweise nicht so schnell, dass wir schon funktionieren können. Ohne eure Hilfe wird es sehr, sehr schwer werden. Vor allem muss man jetzt erstmal einzäunen, damit ich überhaupt umziehen kann, sonst muss ich ja zwei Häuser bezahlen und Mieten und Steuern und all solche Sachen. Laufende Kosten von 1500 Euro. Monatlich habe ich sowieso, also Hundefutter, Strom, Telefon, etc., etc., etc. Ich glaube, ihr wisst selber, wie viel es ist. Naja, ich kann einfach nur noch mal einen kleinen Aufruf starten und euch bitten, das zu teilen. Das ist ein tolles Projekt, wie ich finde. Sobald es hier funktionsfähig ist, wollen wir natürlich mit Hunden und Kindern arbeiten, hauptsächlich natürlich Straßenhunde. Ja, wer uns helfen will, kann es gerne machen. Ich werde natürlich die Angaben wie immer posten und ja, wer Bock hat im Sommer uns zu besuchen und hier ein bisschen mitzuarbeiten, zu volontieren, sage ich mal, und auch was über Hunde zu lernen, ist recht herzlich eingeladen.
Kostenlogie ist natürlich frei. Ja, und ist eine tolle Gegend, eigentlich ein Naherholungsgebiet. Haben hier ein paar Seen und so, aber es ist wunderschön und ja, wie gesagt, verfolgt es weiter, teilt es weiter, spricht mit ein paar Leuten. Wäre schön, wenn wir einfach die Geschichte in die Welt hinaustragen. Ist ein einmaliges Projekt, soweit ich informiert bin. Und ja, wäre schön, wenn andere einfach sich ein Beispiel daran nehmen und das gleiche in ihrem Land machen, um den Straßen, um den Straßenhunden damit zu helfen und natürlich der Gesellschaft und den Kindern. Na, dann wünsche ich noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Der Frühling hat begonnen, dann aber fleißig in die Hände gespuckt und fangen wir mal an. Liebe Grüße, euer Dejan. Tschüss.